Glücklich, stolz, erleichtert. Maria Höfel-Riesch präsentierte am Abend ihres dritten Olympiasiegs ihre Goldmedaille mit einem strahlenden Lächeln. Die Goldfahrt der 29-Jährigen, es war wie im Märchen. Yeah, it's hard to describe. It's such big emotions. Ja, es ist hart zu beschreiben. Ich bin einfach überwältigt. Natürlich war ich eine der Favoriten, aber dann ist es erst recht nicht einfach. Ich hatte ein paar Probleme mit der Abfahrt, mehr als erwartet. Jeder dachte, die Strecke wäre perfekt für mich, aber das war sie nicht. Im Training war es nicht gut und auch die Abfahrt heute Morgen hat mir einige Probleme bereitet. Ich habe es etwas verbessert und ich hoffe, ich kann es für Mittwoch noch weiter verbessern. Und das ist auch nötig. Schon am Mittwoch geht es weiter. Dann greift Höfel-Riesch in der Abfahrt erneut nach Gold. Dafür wird sie zwar besser fahren müssen, aber... Ich glaube, mit der Medaille von heute im Rücken kann ich vielleicht noch ein bisschen lockerer auch die Abfahrt fahren und eben diese paar schwierigen Kurven, die jetzt noch nicht so funktioniert haben, dann auch bewältigen am Mittwoch. Die deutschen Fans verabschiedeten die Olympiasiegerin mit Sprechchören in die Nacht. Ein Tag Pause, dann könnte es für Maria Höfel-Riesch wieder einen goldenen Abend geben.